Hi und hallo. So, jetzt kommen wir quasi zum zweiten Teil der Abenteuer von meiner Gruppe in Tagard. Wir fangen mal damit an, mit eben tatsächlich dem zweiten Abend. Hier hat sich jetzt ein neuer Spieler dazu gesellt, der Patrick. Der spielt Ulfin, einen Waldläufer mit seinem Wolf oder seiner Wölfin Kira. Und die beiden waren schon in Xeroth, die sind mit zwei weiteren Weisen dort aufgetaucht und haben da schon ein bisschen was erlebt. Also sprich, Ulfin hat mal geschaut, wo denn seine zwei Kameraden sind. Heute früh, nachdem er aufgewacht ist, die sind auch erst gestern angekommen in Xeroth und haben sich gleich eingemietet in so eine kleine Taverne. Und eigentlich sollten sie ja einen Brief überbringen und ein Buch abholen. Aber Beran und Kais, die beiden Begleiter von ihm, Beran war verschwunden, da war nicht mal sein Bett berührt. Und Kes lag tot und kalt in seinem Bett. Und von seinen Ausrüstungsgegenständen hat jede Spur gefehlt. Ulfin ist dann runtergegangen, quasi vor die Tür, war etwas verzweifelt und hat sich umgeschaut. Und siehe da, die drei anderen Spieler, also sprich die drei anderen Weisen, sind gerade in dem Moment reingekommen zum Tor und haben ihn erkannt. Naja, das kleines Wiedersehen war dann naja, so halb erfreulich, weil er die dann eben mit auf sein Zimmer genommen hat und ihnen dann erklärt hat, was vorgefallen ist. Also sprich, dass er halt die Leiche gefunden hat von Cass und dass Beran eben verschwunden ist. Sie haben dann gemeinschaftlich versucht, das Zimmer zu durchsuchen, haben dann auch neben der Tür so ein kleines Geheimversteck gefunden, in dem aber nichts mehr drin war, aber haben dann eben auch festgestellt, dass die Tür, das Fenster wohl ein Spalt offen ist oder nur angelehnt war und haben dann draußen auch gesehen, dass Fußspuren zu sehen waren. Und sie haben dann gesehen, dass auf der Seite gegenüber, da ist eine Schmiede und über dieser Schmiede ist so ein Gemischtwarenladen, dass der wohl eine ganz gute Sicht hierüber hätte. Also haben sie sich entschlossen, dass sie das Fenster zumachen, die Tür absperren und mal darüber gehen und schauen, ob die irgendwas mitbekommen haben. Der Schmied selber hat so ein bisschen abgewimmelt, weil er hatte genug zu tun. Aber oben beim Gemischtwarenladen haben sie dann eine junge Dame gefunden, die heißt Triss. Und Triss hat nach einer Überzeugungsarbeit, die ganz gut gelaufen ist, ihnen dann erzählt, dass sie tatsächlich gestern oder besser gesagt heute ganz in der Früh gesehen haben, dass da oben irgendjemand runtergehüpft wäre vom Dach und dann mit ein paar anderen Leuten weggelaufen wären. Also sie waren sich nicht ganz sicher, ob es drei oder vier Leute waren. Und sie trugen das Wappen des Silbernen Bären. Und das Wappen des Silbernen Bären ist auch das Wappen des Tar. Also sprich nicht des Tar selber, sondern der Wachen des Tar. Sie haben sich auch bedankt, sind wieder zurückgegangen und sind halt wieder ins Zimmer rein und haben geguckt. Und inzwischen haben sie festgestellt, dass dass die Tür wohl, also das Fenster jetzt wieder offen war. Oder wieder verschlossen war. Nein, es war wieder offen. Bin jetzt auch etwas unsicher gewesen, aber nein, es war wieder offen. Und der Typ selbst ist ziemlich kalt. Das haben sie jetzt dann auch erst festgestellt. Und irgendwie kam ihnen das so vor, als ob noch jemand nach ihnen, wo sie jetzt weggegangen sind, da war. Und kurz darauf hat dann der Wirt geklopft und hat gesagt, unten würde die Stadtwache wachen. Erwarten auf sie. Ulfin war dann so in Panik, dass er mit Kira aus dem Fenster raus ist und sich über die Hinterhöfe quasi verpisst hat.
natürlich gesehen wurde von einer anderen Wache gegenüber, aus dem Fenster. Und die anderen drei sind dann runtergegangen und haben halt mit der Stadtwache gesprochen, mit einem Isar, mit 2 A, einem Colonel von der Wache am Tor. Der war eigentlich recht freundlich und wollte bloß von ihnen wissen, was sie denn mit dieser Triss besprochen hätten. Oder sie wurden halt mit ihr gesehen, ob sie da irgendwas mitbekommen haben, weil die ist leider verstorben inzwischen. Also sie hat halt wohl eine Krankheit, die sie schon seit der Jugend hat. Und die muss jetzt irgendwie so unglücklich verlaufen sein, dass sie vor kurzem erst gestorben ist. Das haben die Helden natürlich nicht geglaubt, das wäre ein zu großer Zufall. Und sie haben sich dann jeweils mit falschen Namen bei der Wache gemeldet. Ich hoffe, sie wissen dann beim nächsten Mal noch, welche falschen Namen das waren. Und sind dann, nachdem sie ja von Ulfin vorher schon erfahren haben, wo er sich mit ihnen treffen will, nämlich bei einem Metstand direkt am Marktplatz, haben sich dann dorthin begeben. Und haben aber natürlich halt vorher wieder die Tür abgeschlossen oben und so weiter und sind dann eben dorthin gegangen zum Marktplatz und haben dann festgestellt, dass wohl eine der Wachen ihm folgt. Also er hat gemeint, es wäre relativ gut gemacht, also sprich, er wäre recht leise und vorsichtig, aber die Helden haben mitbekommen, dass sie verfolgt werden. Gleichzeitig hat Ulfin einen, ja, wie soll ich sagen, einen Straßenjungen kennengelernt, der ihm bedeutet hat, dass er für ihn Unterkunft besorgen kann, wenn er es bräuchte. Und aber nur für einen Kupfer, also ein relativ geringer Betrag. Sie haben sich dann nicht direkt bei dem Metstand getroffen, weil sie haben dann Ulfin quasi bedeutet, er soll da bleiben, und haben sich dann verabredet, dass sie sich oben am Tempel treffen. Und als sie dann zum Tempel hochgegangen sind, haben sie gemerkt, die Wachen haben hier scheinbar ihr Gebiet. Und die Wache, die sie vom Tor aus quasi verfolgt hat, hat dann auch von ihnen abgelassen, weil sie sich halt aus seinem Zuständigkeitsbereich entfernt haben. Oben beim Tempel haben sie dann gewartet und haben sich dann wieder gemeinschaftlich getroffen. Ulfin hat ihnen dann erzählt, dass eben einer von diesen Straßenjungen mit ihm gesprochen hat. Und das war dann das Ende von Abend Nummer 2. Wir machen gleich weiter mit Abend Nummer 3. Abend Nummer 3 war jetzt am letzten Montag. Waren wieder alle 4 Spieler anwesend, was ich immer sehr schön finde. Und es ging auch gleich richtig los. Also er hat halt wieder gemerkt, dass wir wieder diesmal nicht nur einer, sondern mehrere Straßenjungen da sind. Und einer hat ihm eben quasi es in eine Kneipe rein, die ohne Namen da war, wo man nur einen Krug mit Schaum gesehen hat. Und die war ziemlich heruntergewirtschaftet und hat ihnen quasi bedeutet, dass sie ihm da folgen sollen. Was sie dann auch gemacht haben. Und in dieser Kneipe sind sie dann auf eine Barmatrone gestoßen, 1,90 Meter groß, ziemlich fett, ziemlich hässlich, die Dame. Aber als sie reingekommen sind, hat sie sich quasi in den Keller geschickt, was sie auch gemacht haben. Und im Keller haben sie dann einen Mann kennengelernt, der sich als Ronga vorgestellt hat. Also H-R-O-N-G-A-R. Sie haben dann mitbekommen, also mitbekommen, sie haben sich dann erinnert aus den Geschichten, dass es einen Ronga gibt, der sich die Waffe in Menschengestalt nennt. Und Ronga ist wohl einer der Schiffsbesatzung des Goldenen Panzers, nennt sich das Schiff. Und auf diesem Goldenen Panzer, auf dem Schiff, hat eben auch damals Fianna angeheuert. Fianna ist die Wirtin. Sie haben sich da ein bisschen unterhalten. Er hat halt eben erzählt, dass er mit dem Tar nicht so ganz, also mit dem aktuellen Tar nicht so ganz zufrieden ist und ihn am liebsten stürzen würde. Aber das möchte er erst dann machen, wenn sie einen Weg gefunden haben, den Thors Hammer wieder so hinzubringen, wie es war. Also die Geschichte ist wie folgt. Einer
Der Thagada ist in den Eiswall nach Norden gegangen, also durch den Eiswall, und hat dort von Thor selbst einen Hammer bekommen. Und dieser Hammer sollte dazu führen, dass, wenn ein neuer Tag gewählt wird, aus irgendwelchen Gründen, weil der andere zu alt war oder abgedankt hat oder gestorben ist oder was auch immer, dass quasi dann derjenige, der diesen Hammer heben kann, der neue Tag wird. Jetzt ist es so, dass einige dieser machthungrigen Gesellen das manipuliert haben. Also sie haben festgestellt, dass dieser Hammer magnetisch ist und haben quasi einen Magneten angebracht, der so stark ist, dass er immer dann abgeschaltet wird, wenn der erwünschte Tag quasi ihn hebt, und wenn einer seiner Mitbewerber ihn anheben möchte, wird der Magnet quasi angeschaltet, so dass es dem unmöglich ist, den Hammer zu heben. Das war einigen der anderen Leute ja auch bewusst. Einige davon haben sich dann in den Süden zurückgezogen und haben gedacht, macht's doch einen Scheiß alleine, ist uns egal. Wir gehen jetzt handeln und was immer auch da unten gemacht wird, da ist es eh nicht ganz so kalt. Ein paar andere haben sich gedacht, so, wenn du so einen Scheiß machst, dann klauen wir ein paar Seelensteine und ziehen in den Norden und verstecken die da, oder beziehungsweise horten die da, damit du eben nicht die Möglichkeit hast, diese Seelensteine weiter zu benutzen. Das ist auch der Grund, warum es ja eigentlich einen Wettlauf geben sollte zwischen einmal der Heldengruppe mit den Weisen, die ja in den Norden sollte, um diese Seelensteine zu finden. Sie haben sich ja entschlossen, was anders zu machen, was okay ist. Dann gibt es ja noch so ein zweites Weisendorf, also ein zweites Dorf eigentlich, wo der wahre Tar erlebt, der behauptet, er wäre eigentlich der richtige Tar. Und auch der möchte in den Norden, um die Seelensteine zu holen. Und dann haben wir eben den derzeitigen tatsächlichen Tar, der anwesend ist. Und der weiß, dass es keine Seelensteine sind, sondern dass es Seelensplitter sind. Was die Gruppe ja auch inzwischen weiß, dass es eben nur um Seelensplitter geht und nicht um Seelensteine. Und der möchte natürlich die aus dem Norden auch wieder haben. Er hat schon einen Vorrat, der unter der Stadt in den Katakomben versteckt ist. Scheinbar ist das Problem aber, wer nicht ein wahrer Gläubiger ist, oder beziehungsweise wer nicht dafür ausersehen ist und versucht, diese Seelensplitter an sich zu nehmen, entweder funktioniert es nicht oder er stirbt dabei oder die Seelensplitter verschwinden. Irgend sowas in der Richtung muss wohl auch in der Vergangenheit passiert sein, so dass der Tadi eben quasi nur noch versteckt hält und es jetzt nicht benutzt. Weil, wie wir ja wissen, ist er ja nicht der wahre Tar, sondern hat sich halt eben hochputschen lassen, mehr oder weniger, oder beziehungsweise mit Betrug ist er halt Tar geworden. Dann hat eben Ronga gesagt, pass auf Leute, ich würde den Tar gern stürzen, aber vorher müssen wir schauen, dass wir den Hammer von Thor wieder hinkriegen. Und am besten wäre es natürlich, wir würden diese Seelensplitter aus den Katakomben davor quasi retten, vor dem Tar. Und jetzt hat die Gruppe zusammen mit ihm überlegt, was machen wir denn? Wie können wir das Ganze lösen? Sie sind jetzt noch nicht weitergekommen. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, dass Zukuni unten Flöte gespielt hat, vor der gesamten Mannschaft A, scheinbar von diesem goldenen Panzer, plus vielleicht ein paar anderen Schiffen, treue Gediener von dem Ronga, plus eben ein paar von diesen Kindern, die sich halt die Grauen nennen. Und die halt eben auch Ronga Informationen zutragen. Und diese haben dann, da hat sie eben Zukuni dafür die gespielt, und in dem Lied haben sie dann auch mitbekommen, dass einige, also dass die Fianna jetzt nicht nur eine einfache Wirtin ist, sondern ein bisschen mehr. Ragnar musste natürlich Armdrücken mit ihr machen, da wurde auch fleißig gewettet, und tatsächlich war es so, dass Fianna das wahrscheinlich, obwohl sie ja nur ein Mensch ist und Ragnar ein Schneewolfen,
und deswegen eigentlich stärker sein sollte, hat sie zumindest gleich stark gewirkt und Ragnar hat dann gewonnen. Sah aber irgendwie ein bisschen so aus, als ob sie ihn gewinnen hat lassen und hat dann heimlich ein bisschen Geld eingestrichen. Also scheinbar macht sie da so ein paar Deals. Die anderen haben sich dann hingelegt, beziehungsweise ich glaube, als erstes hat sich Zucuni hingelegt und hat dann auch einen Traum gehabt. Auch Ulfin hat einen Traum gehabt und im Endeffekt haben sie alle dann gemerkt, dass der Cass ihnen mehr oder weniger in den Träumen erschienen ist und sie haben nochmal gesehen, wie der umgekommen ist. Sie haben jetzt nicht gesehen, wie er tatsächlich umgekommen ist, sondern dass er halt in seinem Bett gelegen ist und dass sich dann das Fenster geöffnet hat und dass es das dann war. Manche von ihnen haben auch ein bisschen länger geträumt, also scheinbar wäre es auch möglich, die Träume ein bisschen auszudehnen. Und die anderen haben eben wieder, wie ich es bei den anderen Gruppen ja auch schon gemacht habe, die Möglichkeit bekommen, dass sie die Videos, die ich für die anderen Gruppen aufzeichne, als Träume quasi sehen. Ja, und das war dann der dritte Abend und ich glaube, sonst war nicht recht viel los, bis auf das halt unser Freund Ulfin mit Kira mal vor die Tür gegangen ist, klar, weil der Wolf muss auch mal austreten. Und dort haben sie dann gesehen, dass da auch nachts draußen von den Grauen ein paar Wache halten. Was ich noch vergessen habe, bei der Charaktersteigerung selber ist noch Folgendes passiert. Ulfin hat wohl entdeckt, dass da im Tempel es einen Geheimgang gibt. Und er hat auch entdeckt, wie man, also gesehen, was man machen muss, damit man diesen Geheimgang, ja, wir haben es doch geschafft, mal öffnen kann. Und die Zucuni hat einen, ja, ich würde mal sagen, Hehler entdeckt, der mit Waffengift, Heiltränken und dergleichen wohl ganz gern mehr handeln würde und sie abnehmen würde zu einem Preis, der doppelt so viel ist, wie sie woanders bekommen würde. Mal schauen, ob sie das ausnutzen, diese Sachen. Das haben sie eben genutzt. So, und bis zum nächsten Mal. Mal schauen, ob ich das dann besser gefällt, was wir weiterhin machen. Ciao!